Hallo, liebe Venom-Schwalbenmacher, Venom-Treter und Venom-Elfmeterschinder. Herzlich willkommen zum EM-Special. Ja, es geht los, gleich Frankreich, Rumänien. Da dachte ich mir, machst du einfach mal ein tolles Eröffnungsspiel. Ich würde zu lachen. Das ist Super Soccer von Sony auf dem MSX und ich nehme es vorweg, ist jetzt alles andere als gut. So, was nehme ich denn mal? Was ist denn mal passend? Ach komm, kann ich da runter? Ne, muss ich wahrscheinlich so machen. Nehmen wir mal so einen schwarz-gelben. Treten wir an gegen. Komm, blau-weißen, das ist witzig. Ja. Könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so glaubt, was dann so bei der EM passieren wird oder eben auch nicht. Und jetzt gucke ich erstmal, dass ich diese geile Steuerung, denn Fußball ist unser lebender König. Fußball gibt. So. Okay, das ist irgendein langer Kick. Es wird gespielt mit Return und Backspace. Großartig. So, okay, da kann ich schon mal reingrätschen. Was auch immer ich hier tue, ich weiß es nicht. Es ist kein guter Titel, um es vorwegzunehmen. Deswegen hier euer Aufruf. Ihr könnt mir obskure Titel schicken, seltsame Titel oder natürlich auch mal ausnahmsweise gute Titel. Die würde ich dann wahrscheinlich auch vorstellen. Ob es jetzt bei jedem Spieltag ein Special gibt, das weiß ich nicht. Ich guck mal, was machbar ist. Aber das Ding hier, ja, ist nicht unbedingt. Boah, slidet man so da vorbei. Alter, ist das schlecht. Eck. Okay, die KI scheint aber auch wirklich extremst pfiffig zu sein. So, machen Abstoß. So, ich weiß auch nicht, wo irgendwo die Anzeige ist von der Halbzeit. Wahrscheinlich da oben durch diesen farbigen Balken, der mir total was sagt. Aber wir gucken mal. So, boah. Slidet man da vorbei. Kann man da nicht auf der anderen Taste was machen? Ist das irgendwie Spielerwechsel hier, ne? Nö, warum auch? Das hat sich nie durchgesetzt. Das ist auch ein. Bah. Boah. Ich habe das damals tatsächlich mal auch. Wie soll ich sagen, zocken dürfen. Ich hatte es in einer dezentralen Sicherheitskopie auf Kassette. Da wusste ich schon, dieses Spiel ist großartig. Und ich hatte es auch noch in Erinnerung. Falls ich hier mal irgendwann das Modul finde, was glaube ich nicht so teuer sein wird. Weil die Sony-Module auf dem M6 jetzt nicht so teuer sind. Dann würde ich es mir wahrscheinlich gegenmäßig mitnehmen. Ich glaube, Super Golf habe ich sogar von denen, glaube ich. Also gibt von dieser Reihe tatsächlich irgendeine Super Sportreihe. Boah. Alter! Bist du denn wieder an den Ball gekommen, du Pfeife? Scheiß Cheater. So. Das ist ein packendes Fußballfest, ne? Also. Verdammt Scheiß. Alter! Was macht der denn da? Ja, super. Er schießt ein Tor. Großartig. Aber das ist tatsächlich nur die erste Halbzeit, ne? Boah, ist das schlecht. Ich werde, das kann ich glaube ich auch spoilen, nicht immer wahrscheinlich live was aufnehmen können. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen was im Vorlauf aufnehmen. Mach mal eben mal gerade was Sinnvolles. Das interessiert euch bestimmt, was ich gerade tue. Ich richte gerade mal das Mikrofon sauber. So. Dann hört ihr mich auch wieder besser. Und wenn ihr mich nicht besser hört, dann hört einfach weg. So. Komm, gib alles. Boah, bist du schlecht. Mein Gott. So. Und weg mit der Pille. So, komm. Abseits gibt's hier bestimmt nicht. Ha, gehalten. Das war sogar eine gute Kombination. So. Ja.
So, her mit dem Bällekin. So, komm. Ihr seid denn übrigens derjenige, der ganz gelb ist. So. Es ist tatsächlich erst nur die erste Halbzeit, ne? Boah, super. Alter, wie hat der den denn abgefangen? Skandal, Freunde, was sind das alles für Werbung-Dinger? Es sind, glaube ich, aber alle Yamaha, Toshiba, das sind, glaube ich, alle die, die tatsächlich auch MSX-Systeme gemacht haben. Takara waren, glaube ich, die Programmierer. Die kommen mir auf jeden Fall namentlich auch bekannt vor. Sind jetzt aber nicht zu irgendwelchen Legenden geworden, um es nett zu formulieren. So, jetzt. Alter! Verschießt du das Ding? Das ist ja unglaublich! Mein Gott! So, komm, machst du jetzt mal weiter? Geiles Fußballfestival. So sieht actiongeladener Fußball aus. Okay. So, kriege ich nun einen Einwurf? Oder? Also die KI ist grenzenlos genial, glaube ich. Ich habe doch gesehen, es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad. Das war ein toller Einwurf. Was hattest du vor? Kegeln? Alter, rutscht ich da voll vorbei. Gibt's doch überhaupt nicht. So, komm, jetzt gib mir den Ball und weg damit. Das war sogar ein guter Pass. Hallo. Alter. Er mit der Murmel. So. Komm, und ab nach vorne. Und. Yes! Ich bin ja Geilste. 1-1, yippidi, juppa da. Ich hab's raus. Ich bin der Geilste. Ich bin der Coolste. Holt euch nicht das Spiel. So, komm, jubeln wird jetzt lächerlich. So toll war das Tor jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ich habe es jetzt begriffen. Ich weiß auch schon, was ich euch als Spiel 2 zeigen möchte. Ne? Willst du nicht mehr schießen? Das ist auch nicht viel besser. Wir gucken mal wieder. Ihr wisst ja, ich gehe ja so gerne mal so alle Systeme durch. Das bietet sich ja hier mal wieder an. Weil hier gibt es ja so viele Sachen auch auf Specky und Schneider und. Och, da gibt es so viel qualitative Unterhaltung. So. Grüße übrigens an den Konsolenfalken. Der hat mich so ein bisschen inspiriert, dass ich das doch mal dieses Jahr mal wieder durchziehe. Der hat nämlich da ein paar Sachen gezeigt, die seltsam sind. Da dachte ich mir, hey, davon gibt es noch mehr. Ja. Boah, es gibt auch auf dem Interton gibt es auch so ganz tolle Sachen. Also, ich muss mal gucken, was ich euch alles mal so gebe oder sonstiges fabriziere. Da finde ich ja noch Systeme, die ich tatsächlich euch noch gar nie gezeigt habe. Gucken wir mal. Oh, Halbzeit. Oh. So, Halbzeitanalyse. Super Spiel. Unglaublich großartiger Ballbesitz. Oh, es gibt noch nicht mal eine Halbzeitpause. Es gibt nur einen beschissenen Jingle. Wenn ihr euch so fragt, warum so manche Sachen euch sehr an ein ColecoVision erinnern, ist technisch nicht weit weg davon. Das MSX-System hatte eigentlich immer den großen Vorteil, es war deswegen konkurrenzfähig, weil es war auch irgendwo günstig. Es waren so Bauteile, die alle unterstützen. Aber man muss sagen, die Idee davon hat dann ja IBM auch irgendwo aufgegriffen. Alter! Weg damit! Alter, das gibt's doch gar nicht. Kannst du doch nicht im Strafraum verlieren. Ach, Ertin! Was für ein geiler Torwart! Spielst du ihn auch ab? Irgendwohin. Das war gut, dass der aus war, weil das war nämlich unrealistisch. Hier, Schiri, du. So, komm. Ja, natürlich. Und ich hab den schon wieder nicht. Nein! Boah, das ist knapp.
Jetzt ist aber hier definitiv Feldüberlegenheit durch Blau-Weiß. Etwas, was ich aus sportlichen Gründen schon nicht gutheißen kann. Alter, bist du schlecht! Mein Gott! Schick die Blau-Weißen zurück in ihre Turnhalle, so geht das nicht. Grüße an den Pink Cap. Stimmt, kann ich den Rüdiger ja auch grüßen. Stimmt. Es gibt, nur damit ihr das wisst, die Legende ist wahr, es gibt tatsächlich noch zwei Fans vom FC Schalke. Und ich kenne sie beide. So, komm. Jetzt krieg ich wahrscheinlich unendlich geile Fanpost. So, boah, Zuckerpass. Zuckerpass. Yes! Das war Messi-like. Mit Steuerberater. Geil, ich führe. Ich bin der Geilste. Schreibt das jetzt in die Kommentare und wer eine Sekunde zu spät oder eine Sekunde zu früh. Ich mag das endlich. Ja, komm, ist gut. Boah, jetzt gibt der richtig Gas. Jetzt werden sie aber stinkig. So. Komm, weiter. Ist mir egal. Mach mir notfalls den Pepe. Ist mir egal. Fall. Ist mir wurscht. So. Weg. Ich habe auf jeden Fall das Spiel begriffen. Das ist schon mal ein Vorteil. So, ist da irgendeiner, den ich anspielen kann? Ja, boah, zuckerweicher Pass. So. Oh, jetzt mal. Ach, da ist doch. Alter, da bin ich in Schönheit gestorben. Was macht der da? Also, die KI ist jetzt nicht unbedingt so geil. Auch hier übrigens wieder eine Regel, ist es tatsächlich so. Das ist ein Witz, den ich tatsächlich wirklich nicht verstehe. Für die Rumnörgler, die jetzt sagen, I don't like the filters. Ja. Dann nimm einen anderen Kaffee, du Pfeife. Es ist tatsächlich so, beim ja gut, der ging voll daneben. Beim MSX ist es tatsächlich so, jetzt spielt sie mit der Tastatur so unendlich besser als mit Controller. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was sie da verbockt haben. Ob der Controller einfach viel zu langsam ist und langsam reagiert. Aber das ist bei dem Spiel ja auch so, weil mit Controller habe ich das ausprobiert. Boah, alter Schwede. Was war das denn? So. Fang ihn! Yes, der war gut. Und ja, ich muss so ganz ehrlich sagen, jetzt ist die Führung auch verdient. Ey, was ist denn hier los? Was ist hier denn los? Also Yogi, wenn er keine Lust mehr hat und Team Wiese wrestelt und Thorsten Legert weiter heult, ich mach den Job. Oh, jetzt spiele ich die aber an der Wand. Also jetzt ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann fällt er 3-1? Ja gut, das war irgendwie irgendwas, was keinen Sinn macht. Nee, aber es ist tatsächlich, was die Sponsoren angeht, sind tatsächlich alle die auch MSX-Systeme gemacht haben. Ist das Absicht? Ja gut. Du kommst nicht weit. Komm, willst du ein kleines Mittelfeldduell? Ja, kannst du haben. Kannst du haben. Boah, jetzt will er es aber wissen. Jetzt will er es aber wissen. Da kämpft er sich durch, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt werden die Spieler wieder gewechselt, auch wenn ich gar nicht haben will. Das ist so scheiße. Ja, und weg damit. Schieß! Gut so. So. Und nein!
oder Deutsch Fick. Oder ganz wichtig, Penis und Pimmels. Ich hab's immer schon gesagt, ich kann keine Ergebnisse halten. Ich muss immer auf Sieg spielen, weil sonst passiert genau so eine Scheiße. So, jetzt Schluss mit lustig. Jetzt machen wir das 3-2 und dann schicken wir diese Deppen nach Hause. Boah, ich gehe so alleine aufs Tor, ey, wie geil. Ha, das ist ja ein vermasseltes. Ja. Yes. So, weiter. Nach vorne. Oh, nächste Jahrhundertchance, ey, mein Gott. Es ist ja fast Fußball jetzt. Ja, ist klar, jetzt pfeift er ab, du Pfeife! Du geschmierter Kasper! Gerade jetzt, wo ich hier gewonnen hätte, wenn ich mal so wie der FC Bayern mal so 14 oder 20 oder 30 Minuten Nachspielzeit noch kriege. Wie immer! Ich bin unzufrieden. Ja, das war Super Soccer von 1985 auf dem MSX von Sony. Ja. Wie, es macht irgendeiner einen doofen Witz. Warum ist der nicht drüben? Nein, das ist nicht machen. Ja, das war Folge 1 des EM-Specials. Ich überlege schon, was ich bei Folge 2 mache. Seid mal gespannt. Aber da könnt ihr jetzt schon mal euch freuen, Spaß haben und sonstiges. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn Folge 2 kommt. Wann auch immer sie sein wird und kommen wird und sein wird und... Ihr habt den Gag schon verstanden. Ich bin euer Mr. Wendel 1975. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und unten ist auch ein Link, wo ihr dann natürlich hier FIFA 16 kaufen könnt, weil ne, das muss jeder haben. Sagt EA. Und die werden es ja auch wissen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.